Rückblick auf den Parteitag der CDU Thüringen. Spitzenkandidat Manfred Grund konnte den Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, begrüßen. Manfred Grund begann mit Dankesworten. Und bei aller Parteienschelte, die es sehr gern und oft geübt wird, das ehrenamtliche Engagement derer, die einfache Parteimitglieder, Delegierte sind, wird so was von unterschätzt und davon lebt aber unsere Demokratie. Herzlichen Dank an euch, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank geht an Volker Kauder, aber insbesondere dafür, dass man bei dir immer weiß, dass dort, wo CDU draufsteht, auch christlich gilt es. Was können wir tun, um für etwas mehr Gerechtigkeit bei den Frauen zu sorgen, die vor 92 Kinder geboren haben, gegenüber denen, die nach 92 Kinder geboren haben? Da geht es um die Anerkennung von. Und wir wollen diejenigen, die Kinder haben, auch besonders unterstützen. Deswegen haben wir diese Kindererziehungszeiten, Rente für Kinder eingeführt. Wenn wir die Frauen vor 92 haben einen Punkt, Rentenversicherungspunkt, die anderen haben drei. Ihr wisst gut Bescheid, weiß ich schon. Und wenn wir jetzt das alles sofort ausgleichen wollte, liebe Freundinnen und Freunde, wären das 13,5 Milliarden jedes Jahr. Ja, da muss ich sagen, dann reden Sie mal mit unseren Haushältern, wissen Sie, es ist so wunderschön. Da sage ich Ihnen mal einen wunderschönen Satz aus einem der schönsten Stücke aus Nathan der Weise. Wie viel leichter ist es, schön zu schwärmen, als gut zu handeln? Ich habe die 13,5 Milliarden aus dem Stand heraus nicht. Ich habe sie im Haushalt nicht. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt, wir werden in diese Geschichte einsteigen und werden schrittweise zu einer Angleichung in dieser Frage kommen. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das werden wir jetzt mit dem. Das werden wir. Ja, ich weiß. Manfred hat gesagt, aber in dieser Legislaturperiode. Wir wollen doch mal den Fraktionsvorsitzenden ausreden lassen. Ja, wenn es besonders emotional wird, ist das alles erlaubt. Das schreien wir im Bundestag auch dazwischen. Wir müssen noch in dieser Legislaturperiode die Entscheidung treffen. Jawohl! Wir kämpfen für eine starke Bundesrepublik Deutschland in einem starken Freistaat Thüringen mittendrin und wir kämpfen gemeinsam. Herzlichen Dank!